Fehler Nummer 2, was Sie beim privaten Immobilienverkauf alles falsch machen können. Herzlich willkommen bei Mein Makler Immobilienwissen. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler und ich zeige Ihnen heute wieder die 7 größten Fehler beim privaten Immobilienverkauf. Fehler Nummer 2, Sie gehen mit dem falschen Preis an den Markt. Bevor Sie überhaupt an den Markt gehen, sollten Sie sich natürlich erstmal Gedanken machen, was ist meine Immobilie wert? Darüber hinaus ist es aber auch wichtig, dass Sie sich den Markt um die Immobilie genauer anschauen und erstmal gucken, wie sieht denn Angebot und Nachfrage aus? Und als drittes, die wichtigste Frage ist natürlich, welchen Preis möchten wir erzielen oder vielleicht auch müssen wir erzielen? Und dann fangen bei vielen privaten Immobilienverkäufern die Gedanken an, wir sparen uns die Maklercourtage. Damit steigern wir unseren Gewinn. Und der Verkäufer braucht am Ende des Tages auch den Makler nicht bezahlen. Und den Preis können wir immer noch mal senken. Hier muss man eins wissen, jeder Preis braucht eine Strategie. Selbst der Preis an der Tankstelle hat eine Strategie, deswegen steht da auch 1,99 €. Und auch der Preis beim Sommerschlussverkauf und beim Winterschlussverkauf hat auch eine Strategie. Und auch Ihr Preis für Ihre Immobilie braucht hier auch eine Strategie. Und das, was Sie nicht wollen, ist, dass Ihre Immobilie am Ende des Tages in den Schlussverkauf kommt. Und deswegen müssen Sie hier auch eine Strategie für den Preis haben. Weil die Statistik hat bewiesen, wenn Sie im Vorfeld mit dem falschen Preis an den Markt gehen und den Preis natürlich auch viel zu hoch ansetzen, dann werden Sie am Ende des Tages die Immobilie zu einem schlechteren Preis verkaufen, als wenn Sie anfänglich mit dem richtigen Preis starten. Weil der normale Strom an Interessenten, die sich Ihre Immobilie angucken werden, eigentlich immer der gleiche ist. Sie können eigentlich an die Immobilie irgendeinen Preis schreiben. Es werden so oder so Menschen zu Ihnen kommen, die werden sich die Immobilie anschauen, aber Sie werden natürlich mit dem falschen Preis die richtigen Interessenten am Anfang abschrecken und die werden dann am Ende den Preis aussitzen. Das heißt, ein zu hoher Preis am Anfang schreckt die ernsthaften Interessenten wirklich ab. Deswegen nicht nur der Preis, natürlich auch die Präsentation der Immobilie, was ich Ihnen im nächsten Video zeigen werde, ist maßgeblich für den Erfolg Ihrer Strategie. Aber mein Tipp an Sie, damit Sie hier nicht diesen Fehler machen, suchen Sie sich einen lokalen Experten, einen Makler, der vor Ort ist, der sich genau mit der Immobiliensituation auskennt und besprechen Sie mit ihm zusammen den richtigen Preis für Ihre Immobilie. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben. Und wenn Sie mehr erfahren wollen und den nächsten Fehler erfahren wollen, schauen Sie einfach das nächste Video. Bis bald.